we have as humans. We have something that no animal has. And what it's called is imagination. And what imagination allows you to do, it allows you to see it before it actually happens. Ist es mal wieder. Gedanken, Tankenkanal. Beste. Beste für die Preparation. Ja, heute. Jetzt ist es. Was? Oh, scheiße, schon wieder 7.30 Uhr. Ich wollte eigentlich schon seit einer halben Stunde on the road sein. Heute ist Mittwoch, der 19. Juli, noch 39 Tage bis zum Ötztaler und ich dachte mir spontan, hältst du mal die Kamera ein bisschen auf die Warm-Up-Mobility-Session. Jetzt geht's so 4-5 Stunden raus, G1, G2, ein bisschen wellig fahren, soweit es hier auch natürlich geht in der Gegend. Und übrigens, wer den Freundchen noch nicht gesehen hat, kannst du nochmal Hallo sagen. Werden wir jetzt mal nicht rumpalabern und aufbrechen hier, bevor die übelste Amokitze losgeht. Ja, gut, fertig. Sind es doch nicht ganz 5 Stunden geworden. Oh, jetzt erstmal Melone oder sowas. Ihr wisst Bescheid. So, Freunde. Heute ist also Donnerstag und gestern waren ja so 4-5 Stunden angesagt. Heute ist es wieder blauer Sonnenschein und ich muss dann Mittag arbeiten und werde abends nach der Tour de France, nach der letzten krassen Bergetappe, nochmal locker ausrollen, 2 Stunden. Und da ich eigentlich gestern schon ein Bergtraining auf dem Plan hatte wieder, aber eher so G1 gefahren bin, G2, ja, muss die Garage wieder herhalten. Ist nicht so geil und ist auch richtig scheiße heiß immer. Da bringt auch der Lüfter da nichts. Aber was muss, das muss. Noch 38 Tage bis zum Ötztaler. Outfit sitzt, ich brauch's fürs Feeling. Brauche ich die volle Montur. 3 Wasserflaschen zum Abkühlen sollte hoffentlich reichen. Heute sind 20 Minuten Warmfahren und dann 4x10 Minuten in einem bestimmten Bergpace, Bergintervallpace und zwischendurch 4 Minuten, 5 Minuten so locker. Das war wieder durchaus hart. Sag mal Hallo. Sag nicht Hallo. Der Sportfreund läuft noch. Wollen noch nicht genug. Also da, wie gesagt, Bergtraining öfters mal in der Garage. Die Garagenberge, wer kennt sie nicht. Zurzeit läuft es ganz gut. Im Schnitt so 300-400 Kilometer. Jetzt erstmal wieder klarkommen. Oh, und ein bisschen Melone futtern. Alkoholfreies trinken. Dann werde ich noch schön die letzte geile Bergetappe gucken, Tour de France mäßig. Und dann wird es abends nochmal schön 2 Stunden nochmal raus auf die Road. Nochmal locker, G1, vielleicht sogar KB. Einfach ein bisschen aus-spinning mäßig so die Beine aushängen lassen. Guten Morgen.
Ja, da ist er, da ist er. Übrigens hier, was ich gerade noch in der Garage gefunden habe, als ich nach dem Kettenreiniger gesucht habe. Ja, ja. Immer ein Stück für die Enten und ein Stück für den Sportfreund Sören. Früher schon gerne und viel gegessen. So. Wow. Da glänzt das Maschinchen wieder. Guten Morgen. Guckt euch mal dieses Wetter hier an. Ist jetzt kurz nach 6. Heute geht's mal wieder in die Berge nach Sachsen. Ihr habt es gesehen im letzten Video. Aber ihr kennt das Spiel First Things First. Ja. Jetzt sind wir bei 4 Stunden und das Wenger-Auto hat mich jetzt eingeholt. Jetzt habe ich nochmal aufgefüllt hier kurz die Fläschchen und sind wir noch den Schorneburgberg hoch. Ja. Ist gut heiß. Naja. Und? Gut gelaufen? Ja, ganz schön heiß jetzt, ey. So, den Freund hier gerade nochmal abgespritzt. Ach, Garage ist ja schon offen. Abends sind jetzt nochmal 3/4 Stündchen Evening Spin. Einfach noch ein bisschen die Beine auflockern. Morgen, wenn das Wetter soweit mitspielt, was es wahrscheinlich wird, gibt es dann nochmal so 3-4 Stunden. Das ist eigentlich echt schön jetzt hier, ey. Sonne hier. Auf jeden Fall eine gute Woche bisher. Noch 37 Tage bis zum Ötztaler. Naja, erstmal essen. Es geht schon wieder los. Halb 6, sonntags und die Lehmanns frühstücken. Alles klar. So, jetzt haben wir heute mal hier erst 4 Stunden selber geradelt. Und jetzt haben wir hier eine einmalige Sache. Es gibt auch hier Radrennen. Kommt schon da hinten das Führungsfahrzeug. Oh, die Tour de France. Alter, ob ich da auch mitgehalten könnte? Und? Ach, guck mal, ein Kartuscher hier. Ja, da fahren sie. Oh, jetzt kommt ein Abgehängter. Scheiße. Gleich kommt ein Abgehängter. Oh, die fahren Windschatten. Das ist auch nicht erlaubt. Unfall. Ach, die haben Unfall gehabt wahrscheinlich. War gut räudig das Wetter heute. Ja, der gute Titus, ey, muss ja erstmal wieder eine kleine Wäsche vertragen. Gestern erst
completely washed. Auf jeden Fall, jetzt bin ich auch durch irgendwie. Heute stand nochmal 5 Stunden auf dem Plan. Back to back, long ride sozusagen. Und jetzt erstmal chillen. Das ist quasi mal so Einblick. Eine Woche Training. Hatte ich spontan mal Bock, das ein bisschen abzufilmen. Nächste Woche wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden. Und dann darauf die Woche geht es schon nach Bozen wieder. Ihr erinnert euch vielleicht, das Trainingslager in Kaltern. Kann ich ja hier mal irgendwo verlinken. Ja, da kommt dann der Giro. Der Giro de Dolomiti. Und ja, alles weitere dann demnächst dazu. Sehr bald. Einen schmalen Wochenstart euch noch und wir sehen uns. Haut rein. Just keep imagining, keep thinking, keep seeing what you're not now, but what you're going to be. Sometimes it's going to be hard. Sometimes you're going to look all around you and nowhere do you see success. Nowhere do you see anything that remotely looks like success. But you got to embrace, number two, you got to embrace the faith. You got to believe that although it's not happening right now, if you keep pressing, if you keep pushing, guess what? One day is going to be your day. That's right.